Uwe Backes ging der rechten Hassgewalt in Sachsen auf den Grund. Der Politikwissenschaftler der TU Dresden untersuchte Handlungsmuster Täter und Opfer von 2011 bis 2016. Sein Befund: Im Freistaat stieg die rechte Hassgewalt zuletzt stark an. Alleine 2015 und 2016 gab es jeweils mehr als 100 angezeigte Taten. Sachsen ist also eine Hochburg gemessen an den westlichen Ländern. Im ostdeutschen Vergleich dagegen liege Sachsen im Durchschnitt. Besonders angestiegen sei die fremdenfeindliche Hassgewalt. Beispiel dafür ist die mittlerweile verurteilte Gruppe Freital, die gegen Asylbewerber und politisch Andersdenkende Sprengstoffanschläge durchführte. Meistens ereigne sich Hassgewalt aber unorganisiert und im öffentlichen Raum, wie auf der Straße oder im Park. Und die Täter seien im Durchschnitt 30 Jahre alt, entsprechen also nicht dem Typus des jugendlichen Schlägers. Wir führen uns darauf zurück, dass durch die zunehmende Mobilisierungswirkung des Anti-Asyl-Migrationsthemas vor allem im Jahr 2015 nun auch Personen quasi in den Sog der Radikalisierung hineinkommen, die normalerweise vielleicht unter anderen Umständen nicht gewalttätig geworden wären. Staatsministerin Köpping hat die Studie in Auftrag gegeben, um zu überprüfen, ob neu geschaffene Präventions- und Beratungsangebote greifen, zum Beispiel in Schulen oder für Bürgermeister und Vereine. Ihr Fazit? Und da glaube ich, dass wir in Sachsen eine Menge seit 2-3 Jahren auf den Weg gebracht haben, wo man sagen kann, das belegt die Studie, dass es notwendig ist und, wenn ich ganz ehrlich bin, sogar noch gestärkt werden muss. Die Opferberatung RAA Sachsen hilft Opfern von rechter Hassgewalt. Beratungsstellen gibt es in Dresden, Leipzig und Chemnitz. Andrea Hüblers Arbeitserfahrung deckt sich mit einigen Studienergebnissen. Zum Beispiel, dass rechte Hassgewalt häufig nicht von organisierten Gruppen ausgehe. Das Problem sei nach wie vor akut. Wir befinden uns immer noch in einer so brisanten, zugespitzten Situation, dass immer nur ein Funke notwendig ist, um Gewalt wieder zur Eskalation zu bringen. Und das hat Chemnitz beispielsweise gezeigt. So verzeichnete die Opferberatung im vergangenen Jahr mehr als 300 rechtsmotivierte und rassistische Angriffe in Sachsen.